Mazda NX5 auf Italienisch. Eine simple Kopie oder gar besser als das Original? Der Fiat 124 Spider tritt mit einem 1,4 Liter Turbobenziner an. 140 PS arbeiten unter der langen Haube des Mazda-Klons. Knapp 27.000 Euro sind für den offenen Zweisitzer fällig. Wir gehen bei diesem Turbomotor mal in einen sehr niedrigen Drehzahlbereich und das ist hier schon unter 2000 Umdrehungen. Und jetzt gehen wir mal aufs Gas. So, da kommt gar nichts. Dauert noch. Jetzt! Bei 2000 Umdrehungen spüre ich so langsam, aha, da ist ein Ladedruck da, da kommt ein bisschen Leistung. Dann brauchst du auch schon ein bisschen Drehzahl. Und wenn du die dann hast, dann geht natürlich hier schon was. Und dann fährt er sich natürlich, klar, ein bisschen souveräner. Souverän, aber nicht sparsam. Knapp 8 Liter Verbrauch sind kein Topwert. Für dieses Auto gilt leider das alte Sprichwort, Turbo läuft, Turbo säuft. Also viele Autos heutzutage werden ja extra mit einem Turbo ausgestattet, damit sie sparsamer sind, im Teillastbereich zumindest. Das ist bei dem hier nicht der Fall. Also du merkst schon, dass der Turbo hier seinen Obolus für die Mehrkraft verlangt. 240 Newtonmeter maximales Drehmoment gehen an die Hinterräder. Und die stecken unter einer geschmackvollen Hülle. Ich finde, das Auto macht was her. Also ich gucke den gerne an und ich freue mich auch immer, wenn ich einen sehe. Und da ich ja weiß, dass da ein MX-5 drunter steckt, habe ich auch Hoffnung, dass das Auto länger hält. Weil Mazda ist sehr zuverlässig. Fiat hüllt die MX-5-Plattform in einen italienischen Maßanzug. Damit gewinnt der Roadster spürbar an Grandezza und an 14 zusätzlichen Zentimetern. Wie beim japanischen Vorbild öffnet sich das Dach in Sekundenschnelle manuell. Im Innenraum sind die Unterschiede marginal. Die Verwandtschaft zum Mazda ist unübersehbar. Der Innenraum macht mich persönlich schon an. Ja, ich mag den großen Drehzahlmesser hier. Da passt er wirklich. Das ist ja ein sportliches Auto. Da will ich auch so einen großen Drehzahlmesser haben, so ein bisschen Ferrari-esque. Ich mag prinzipiell, wie das Ganze hier verarbeitet ist. Das ist ja in Hiroshima zusammengebaut worden, in Japan. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass da so ein bisschen Hartplastik drin ist. Das Ergebnis der japanisch-italienischen Zusammenarbeit. Hat der Fiat das Potenzial zur heißen Liebe oder enttäuscht der Mazda-Klon? Die Idee war totaler Unfug, dass Fiat und Mazda zusammengehen. Das, was rausgekommen ist, ist wunderbar. Das ist ein wunderschönes Auto, das man total gerne anschaut. Und ich finde es auch klasse, dass es einen anderen Charakter hat. Auf der Teststrecke zählen nicht Aussehen oder Charakter, sondern gemessene Werte. Im 0 auf 100 Sprint muss sich der Fiat jetzt beweisen. Ja, so ein richtig leichtes Kerlchen ist der Fiat 124 gar nicht geworden. Der wiegt über 1,1 Tonnen, aber er hat ja 140 PS und eine Menge Kraft. Wir gucken mal, wie er sich beim Beschleunigen verhält. ESP ist aus. So, ein bisschen Vorgas und ab geht's. Ui, er steppelt aber hinten und puh. Ja, das ist schon eine ruppige Angelegenheit hier, aber es geht sehr zügig voran. Ja, das ist schon relativ schnell. Nach 7,7 Sekunden erreicht der Fiat Landstraßentempo. Ordentlich. Auf geht's zum Bremstest aus 100 km/h. Wo bleibt er stehen? Der 124 Spider gibt sich keine Blöße. 36,8 Meter benötigt er bis zum Stillstand. Zum Abschluss wartet die Pylonengasse. Slalom ist angesagt. Da bin ich jetzt vor allem mal darauf gespannt, wie er das mit dem Lastwechsel macht. Ob er da ruhiger bleibt oder ob er sich aufschwingt. Nee, das macht er relativ ruhig. Lenkt sehr schön präzise ein. Wunderbar, da kann man sehr schön fahren. Ja, absolut. Das ist, ja, das macht Spaß. Ruhig, ausgeglichen, harmonisch. Top. Mit 63,6 km/h erreicht der Fiat zwar keinen Spitzenwert, die Fahreigenschaften überzeugen dennoch. Zwilling, Kopie, Neuinterpretation. Der Fiat 124 Spider tritt in die großen Fußspuren des japanischen Originals. Doch die Zutaten stimmen.
da könnte so mancher NX5-Anhänger schwach werden.